Regional, informativ und jede Woche neu. Das ist Kanal 3 und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kanal 3 Panoramas. Schön, dass Sie uns auch in dieser Woche wieder begleiten. Wir waren für Sie bei einigen Eröffnungen mit dabei, haben interessante Persönlichkeiten kennengelernt und vieles mehr. All das zeigen wir Ihnen in unserer Themenübersicht. BFI Steiermark stellt den International Welding Specialist vor. Winterreifenpflicht ab 1. November in Österreich. Eröffnung der Q-Lounge in Fohnsdorf und der Generationenpark Zeltweg öffnet seine Tore. Ausbildungen im Bereich des Gesundheitswesens, der Umwelt, Werkmeisterschulen und viele weitere werden an den mittlerweile 20 Standorten des BFI steiermarkweit angeboten. Seit einiger Zeit gibt es auch eine ganz spezielle, den International Welding Specialist zum Schweißwerkmeister. Die Anforderungen für Unternehmen im Bereich der Schweißstandards haben sich in den vergangenen Jahren stetig verändert. Aus diesem Grund musste die Schweißausbildung auf diese Rahmenbedingungen nun angepasst werden. Das BFI Steiermark bietet eine solche Ausbildung seit einiger Zeit im Lehrgang zum International Welding Specialist an. Diese Ausbildung ist vor dem Studium das High-End-Produkt in der Schweißausbildung. Mit dieser Ausbildung schaffen wir es, die Brücke zu schlagen zur Schweißaufsichtsperson in Österreich, die durch die Implementierung der neuen Norm der ENC 90 in Österreich vonnöten ist. Und die Schweißwerkmeisterinnenausbildung befähigt mich dann letztendlich auch dementsprechend in der Wirtschaft entsprechende Schweißungen und auch die Verantwortung dafür zu haben. Die Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Lehrgang sind je nach Vorbildung und angestrebten Abschlussdiplom unterschiedlich. Jedoch muss jeder Teilnehmer einen Vorbereitungslehrgang absolvieren, der in diesem Turnus bereits erfolgreich abgeschlossen wurde. Somit steht den über 20 Teilnehmern für eine erfolgreiche Ausbildung nichts mehr im Wege. Es ist sehr gut, die Ausbildung, sehr praxisnahe, immer mit Beispielen aus der Praxis, verknüpft zwischen Praxiselementen und Theoriebausteinen. In diesem Lehrgang erhalten alle Teilnehmer das nötige Know-how, um optimal auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorbereitet zu werden. Im Zuge der Ausbildungen werden 20 verschiedene Gegenstände unterrichtet, die sich auf praktische Teile, aber hauptsächlich Gegenstände im theoretischen Bereich befinden, die in Seminarräumen abgehalten werden. Aber natürlich können wir alle Teile in diesem Haus ausbilden. Der besondere Vorteil an dem Ganzen ist, dass das einem internationalen Standard entspricht. Im Zuge der ENC 90 ist es notwendig für die Wirtschaft, Ausbildungen zu haben, die nicht nur in Österreich gültig sind, sondern eben einen internationalen Standard haben bzw. anerkannt sind und denen wird damit vollkommen zur Folge geleistet. Abgeschlossen wird diese Ausbildung mit dem internationalen Diplom zum International Welding Specialist. Mit diesem steht Ihnen auch die Möglichkeit offen, das nationale Zertifikat zum Schweißwerkmeister zu machen. Informationen zu dieser und weiteren Ausbildungen finden Sie auf der Homepage www.bfi-sdmk.at. Ein Badezimmer ist längst nicht nur mehr ein Ort, an dem man sich morgens und abends seine Zähne putzt. Ein Badezimmer ist ein Ort der Entspannung und des Wohlfühlens, sollte er zumindest sein. Denn gerade für uns Damen ist es meist mit der Entspannung vorbei, wenn wir die verkalkte Duschkabine sehen. Bei Tenne gibt es jetzt etwas ganz Revolutionäres, das uns die lästige Putzerei erspart. Aber am besten, Sie sehen selbst. Wasser ist Leben, Wasser ist Wohlbefinden. Entspannung und Wohlbefinden, das bieten Ihnen Bäder und Duschen von Tenne, Bad und Fliesen. Und damit das Duschvergnügen auch Entspannung bleibt, präsentiert Tenne in Zusammenarbeit mit dem bekannten deutschen Hersteller Sprinks eine neue Generation von Glas für Duschabtrennungen. Antibakterielle Glasveredelung, so das Zauberwort. Die Spree-Clean-Beschichtung wird aufgedampft und gebrannt. Dadurch erreichen Sie eine komplett plane Oberfläche des Glases, wodurch das Wasser praktisch, das drauf trifft,
abperlt und dadurch vollflächig und schnell abläuft. Der zweite Aspekt ist, dass wenn kleine Wassertropfen nach unten laufen, oft nach dem Duschen verdampfen und der Kalkrand, der drauf bleibt, sich in die Oberfläche nicht reinarbeiten kann. Dadurch beim nächsten Wasserauftreffen, wenn man duscht oder wenn man es eben abspritzt, komplett nichts in die Oberfläche reinarbeiten kann und dadurch komplett verschwindet. Der zweite Aspekt ist die Spree Medical. Das ist eine Glasbearbeitung, die bereits bei der Glasproduktion passiert. Das heißt, in das Glas werden spezielle Metallionen eingearbeitet. Das Glas wird damit beschossen und dadurch entsteht ein Magnetfeld, dessen Magnetstrom Bakterien, Sporen und Keime abtötet. Zu 99,9%. Durch das Denne Montageservice in ganz Österreich werden das millimetergenaue Aufmessen jeder Einbausituation, die Lieferung und die perfekte Montage ohne lange Wartezeiten zum günstigen Fixpreis erledigt. Nach Auftragsfreigabe 3 bis 4 Werktage, bis das Montageteam für das Aufmaß herkommt. Und natürlich werden die Monteure nicht nach Lagern bezahlt, sondern auch nach Montieren. Also das geht dann wirklich relativ zügig voran. Selbstverständlich sind auch sämtliche Sonderlösungen möglich. Außerdem bietet Ihnen Denne bis Ende des Jahres diese absolut neue Technologie ohne Aufpreis an. Das heißt, jede Spree Clean Dusche wird automatisch auch mit Spree Medical ausgeliefert. Denne-Kunden können sich auch auf Wunsch von Springs-Duschexperten direkt vor Ort, also zu Hause, beraten lassen. So werden Duschträume wahr. Liebe Zuseher, haben Sie bereits Ihre Winterreifen gewechselt? Denn Sie wissen ja, ab 1. November gilt bei winterlichen Fahrverhältnissen die Winterreifenpflicht. Warum ist das eigentlich so? Und worauf sollte man beim Reifenwechseln eigentlich Acht geben? Wir haben nachgefragt im Autohaus Peuer. Wissen bzw. wussten Sie, dass ab 1.11. bis 15. April in Österreich die allgemeine Winterreifenpflicht gilt? Das bedeutet für alle, die es noch nicht erledigt haben, ab in die Werkstatt ihres Vertrauens und dort Reifen wechseln lassen. Denn diese Regelung ist besonders bei Schnee, Matsch und Eis für den Fahrer und alle anderen Verkehrsteilnehmer wichtig. Winterreifen sind aus dem Grund so wichtig, weil bei Außentemperaturen unter 7 Grad eben die Hoftung von einem Winterreifen wesentlich höher ist als von einem Sommerreifen. Und darum sollte man die Winterreifen umhaben, weil einfach mehr Sicherheit hat beim Fahren. Der Unterschied zwischen Sommer- und Winterreifen liegt zum einen in der Profiltiefe von mehr als 4 mm, die über die gesamte Reifenbreite vorhanden sein muss. Auch die Kennzeichnung der Reifen mit dem Kürzel M+S, Matsch und Schnee, ist ein Unterschied. Also der Unterschied liegt in der Gummimischung. Also der Sommerreifen hat einen härteren Gummi und der Winterreifen ist weit weicher von der Gummimischung. Und der passt eben weit leichter auf die ganze Schnee- und Eisverhältnisse an als wie der Sommerreifen. Der Winterreifen hat eben mehr Lamellen, das heißt, er kann den Schnee schneller aufnehmen und wegdrängen, also schnell verhaken im Schnee, sage ich mal. Und der Sommerreifen ist eher mehr mit Längsrüben für einen Regen, dass das alles wegdruckt wird, das Ganze. Allgemein soll ein Reifen maximal 4 Jahre gefahren werden, weil sich ab diesem Zeitpunkt die Gummimischung zu ändern beginnt. Das heißt im Konkreten, dass Stellen porös werden können und somit die 100%ige Sicherheit nicht mehr gegeben ist. Ebenso soll auch ein Reifen immer gewuchtet sein. Der Reifen ist eben von der Produktion her nicht, sage ich jetzt mal, richtig ausgewuchtet. Da sind Unwuchtungen drinnen und das sollte man eben auswuchten, weil es geht noch alles auf die Gelenke und das merkt man beim Fahren, dass das Lenkrad reißt und das Ganze und darum sollte man die Radl immer wuchten lassen. Eine Strafe bei Nichtverwendung von Winterreifen kann zwischen 35 Euro und mehreren 1000 Euro liegen. Also für Ihre Sicherheit und die aller anderen Verkehrsteilnehmer, wechseln Sie bitte auf Winterreifen. Q-Launch ist die Erfindung von Michael Alois Wagner. Es ist ein Franchise-Konzept, das ein Zentrum für Menschen sein soll, das ein breites Spektrum an Schulmedizin, Naturheilkunde und klassische Therapien anbietet. Genau so eine Q-Launch hat vor kurzem in Vonsdorf ihre Pforten geöffnet. Eine Allgemeinmedizinerin, eine Physiotherapeutin, ein Energetiker und ein Fitnessbetreuer unter einem Dach? Das und vieles mehr bietet die neue Q-Launch im Lorenzihof in Vonsdorf. Hier steht der Mensch mit seinem Körper, Geist und der Seele im Mittelpunkt. Derzeit gibt es österreichweit 10 solcher Q-Launch-Franchise-Konzepte und weitere sind geplant. Wovon profitieren jetzt die Kunden, die hierher kommen, am meisten? Vom Netzwerk und von dem Mix an Therapeuten.
Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir die Grauzone nicht beschreiten zur Esoterik. Das heißt, es ist wichtig, dass die Grundbasis der Therapien wie Physiotherapie, Kraniosakral, klassische Massage, Sportmassage, Shiatsu bis zur Atlas-Therapie alles vorhanden ist, alles ineinander greift und jeder Therapeut aber auch genau weiß, wo seine Grenze ist und sagt, halt, es wäre vielleicht gut, jetzt gehst du zu meinen Kollegen. Möchten Sie mehr über diese Q-Lounge in Fonsdorf erfahren? Werfen Sie einen Blick ins Internet unter www.q-lounge.com. Wer in die Welt des Theaters eintauchen möchte und dabei auch noch Spaß haben will, der ist bei der Theo-Studio-Bühne genau an der richtigen Adresse. Die neuen Stücke erlauben uns viele Reisen in verschiedene Länder und Welten zu unternehmen. Und dafür brauchen wir das Land noch nicht einmal zu verlassen. Es reicht ein Besuch in Oberzeiring. Mit nur 12 Schauspielern, die für jeden Bereich einsetzbar sind, ob Licht, Ton oder dem Bühnenbild oder der Bühne selbst, produziert die Theo-Studio-Bühne jedes Jahr aufs Neue tolle Stücke. In der kommenden Saison warten gleich 6 Stücke auf die Besucher, die besonders dem Zeitgenössischen gewidmet sind. Wir haben uns immer schon als zeitgenössisches Theater verstanden, als ein Theater, das Geschichten erzählt, die heute passieren. Auch wenn wir Klassiker spielen, überprüfen wir diese immer wieder auf ihre heutige Aussagekraft, auf ihr, was erzählen sie uns heute noch, sind sie heute noch gültig. Und somit ist es für uns überhaupt nicht so verwunderlich, dass wir jetzt heuer einen wirklich sehr zeitgemäßen, zeitgenössischen Spielplan vorstellen konnten. Begonnen wird die neue Saison bereits in 2 Wochen. Am 13. November wird das Stück Affären und frühere Verhältnisse aufgeführt. Und im Dezember wartet dann für unsere Kleinen das Kinderstück, der Mäuse-Sheriff. Weiter geht es dann mit folgender Produktion. Das sind natürlich auch sehr unterschiedliche Themen, die wir hier ansprechen. Da gibt es einmal im Februar der Vorname nach diesem berühmten französischen Komödienfilm, das wir so als Theateraufführung hier adaptieren. Das ist für Menschen, die gerne gepflegte Unterhaltung haben, würde ich sagen, kommen sie zum Vornamen. Wenn sie gerne junge Menschen auf der Bühne sehen wollen, dann kommen sie zu Enkel und Killer, so der Arbeitstitel eines Projekts, das wir eben mit 3 Schulen aus der Region im Rahmen von Machtschule Theater machen, wo wirklich Jugendliche auf der Bühne stehen werden und keine Schauspielerinnen und Schauspieler. Und wenn Sie natürlich sagen, es interessieren Sie besonders stark Frauenthemen und dann kommen Sie vielleicht zu Die Frau, die gegen Türen rannte, ein Stück, das wir im Mai spielen, ein Monolog, auf den wir uns auch schon sehr freuen, daran zu arbeiten. Und wenn Sie Thriller lieben und wenn Sie ein alter Fan von Hitchcock sind, dann kommen Sie im Sommer zu Das kleine Zimmer am Ende der Treppe. Also das sind so unterschiedliche Projekte, dass man ganz, ganz schwer eines herausgreifen kann und will. Aber ans Herz legen möchte ich alle. Erstmalig wird das Theo auch eine Produktion mit Jugendlichen durchführen, im Rahmen eines Projektes, das Julia Fasshuber leitet. Machtschule Theater ist ein Teilprojekt von Kunst macht Schule. Also da geht es einfach darum, vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur Theater und Kunst an die Schulen zu bringen. Und Machtschule Theater ist eben ein Teilprojekt von Kunst macht Schule und immer mit dem Grundthema Gewaltprävention. Und es ist einfach nur ein super tolles Projekt, Schülerinnen und Schülern Theater einfach näher zu bringen. Für wen die Termine für die neuen 6 Stücke zu schnell waren oder wer noch mehr Informationen zum Theo möchte, kann einen Blick auf die Homepage www.theo.at werfen. Hier finden Sie alle Details und Informationen zum Spielplan. Haben Sie schon die Murtal-Card? Wenn nicht, dann sollten Sie diese ganz schnell besorgen, denn Sie können in vielen Partnerbetrieben tolle Vorteile genießen. Welche, wir zeigen es Ihnen im folgenden Beitrag. Foto Mitte-Ecke ist Partner der Murtal-Card, weil wir einfach die Stadt Jundburg damit unterstützen wollen und wir tolle Aktionen haben mit der Murtal-Card. Sei es jetzt die 3%, die jeder Murtal-Card-Besitzer erhält, die gutgeschrieben werden, oder wir verschiedene Aktionen haben, wie bei den Passbildern oder verschiedene Aktionen zu Weihnachten. Grüß Gott, also der Schurs Rathenecke ist schon Murtal-Partner, Murtal-Card-Partner seit Beginn dieser Aktion. Und wir begrüßen das sehr, weil wir natürlich über die Murtal-Card unseren Kunden einen Bonus
geben können und der Kunde die Möglichkeit hat, diesen Bonus nicht nur bei uns im Geschäft wieder einzulösen, sondern auch den Bonus in anderen Partnerbetrieben einlösen kann. Das ist, so denke ich, ein Riesenvorteil und wir haben die Möglichkeit, auch natürlich regional den Kunden an unsere Häuser, also an die 40 Partnerbetriebe, die die Murtalkart mittlerweile als Partner verzeichnet, also einlösen kann. Es ist weiter noch nicht möglich, also für den Kunden, also die Murtalkarte auch in Freizeitbetrieben einzusetzen und einzulösen. Und ich glaube, auch dieses Angebot ist also sehr gut. Und wir geben als Partnerbetrieb auch unseren Kunden, also hier in Jungburg und auch in Knittelfeld in unserer Filiale, die Möglichkeit, also die 3% unseres Partnerrabattes in Anspruch zu nehmen. Wir sind Murtalk Partnerbetrieb, damit das Geld in der Region, vor allem in der Stadt Judenburg, bleibt. Zusätzlich zu den 3% für die Murtalkartbesitzer bieten wir noch minus 30% bis 31.12. auf alle Marken Gleitsichtgläser. Mit der Unterstützung vom Land und der Europäischen Union. Im Frühjahr 2012 fiel der Startschuss für den Bau des Wiederham Generationenparks in Zeltweg. Das seit Juni 2013 in Betrieb befindliche Haus wurde vor kurzem feierlich eröffnet. Hell, freundlich, großzügig und sehr einladend. So präsentiert sich der neue Wiederham Generationenpark in Zeltweg. Unmittelbar neben dem städtischen Kindergarten und der HTL Zeltweg bietet dieser die ideale Voraussetzung für ein intergeneratives Miteinander in Anlehnung an das preisgekrönte Generationenparkmodell von Wiederham. Es stehen hier 60 Pflegeplätze zur Verfügung mit 24-Stunden-Betreuung durch qualifiziertes Fachpersonal und zusätzlich gibt es auch eine Seniorentagesstätte. Uns ist die fachliche Qualität sehr wichtig und gleichstehend damit die menschliche Qualität. Unsere Aufgabe lautet, die Menschen müssen spüren, dass wir gerne für sie da sind und dass es nicht eine lästige Verpflichtung ist. Ich komme nicht aus dieser Branche, ich bin ein Zugraster sozusagen. Ich war in der Hotellerie und ich sehe das wie ein Hotel. Das heißt, jeder Wunsch wird erfüllt und sie sollen sich auch so wohlfühlen, wie wenn man in ein Hotel geht oder zum Beispiel auf Urlaub fährt. Und das ist für mich ganz wichtig als Dienstleister. Alle Zimmer sind barrierefrei und haben jeweils einen großzügigen Sanitärbereich sowie eine Terrasse mit Zugang zur begrünten Außenanlage. Hier lassen sich also gemütliche Stunden verbringen und für die Abwechslung bei Wiederham ist auch bestens gesorgt. Für das ist unsere Animateurin, die Frau Grasser, jeden Tag von Montag bis Freitag ein anderes Programm am Vormittag. In Zusammenarbeit mit dem Kindergarten ein intergeneratives Miteinander, wo gekocht, gebackt, gesungen und einzelne Feste gefeiert werden. Sich geborgen fühlen, liebevoll und professionell gepflegt werden und sich wieder heim fühlen? Diese Philosophie wird im neuen Generationenpark Zeltweg gelebt. Und das jeden Tag aufs Neue. Noch sind Zimmer im Generationenpark frei. Alle Infos dazu gibt es im Internet unter www.wiederham.at. Jetzt ist es schon wieder soweit, vom 15. bis 17. November findet der Künstler- und Christkindlmarkt statt mit der Einova, mit der Herbst-Einova. Was erwartet uns in diesem Jahr? Ja, was wird uns erwarten? Eben der schöne Advent- und Christkindlmarkt am Vorplatz, dann das Foyer werden wir schön gestalten und es gibt natürlich auch wieder ein tolles Rahmenprogramm mit Gesangs- und Tanzeinlagen und natürlich viel Mode. Wir haben auch eine Modeshow am Samstag und am Sonntag, jeweils um 14.30 Uhr mit Hubmann Mohn und Il Palazzo. Und ja, es erwartet den Besuchern einiges. Wir haben auch ein Gewinnspiel, das wir erstmalig jetzt bei der Herbst-Einova durchführen werden. Wir haben im Frühjahr schon eines gehabt, eine Gewinnverlosung, und ist sehr gut angekommen. Und natürlich viele kulinarische Schmankerler, Schmuck, Wohnaccessoires, also das übliche Branchenmix. Wir freuen uns riesig schon auf die Messe und ich kann nur sagen, liebe Leute, kommt zu uns. Es zahlt sich aus und es ist sicher was Passendes dabei, so 6 Wochen vor Weihnachten schon was zu finden, ein bisschen schmökern, heiße Maroni, Glühwein, also es wird sicher schön werden.
180 neu, jung und Gebrauchtwagen finden Sie in der größten Gebrauchtwagenhalle der Obersteiermark. Über 50 Klassiker stehen bei uns zum Verkauf bereit und ein Team von Spezialisten führt auch die Restauration von Oldtimern durch. Eine modernst ausgestattete Spenglerei und Lackiererei. Gut aufgehoben in unserer Werkstatt. Jetzt neu mit Service der Marke Bosch. Mit Autoreiter in Fonsdorf. Hoch hinaus. www.auto-reiter.at. Good Vibrations. Body to Body und Secret Wish. Alles rund um Dildos, Sextoys und vieles mehr gibt's bei 4Lover. Denn das Leben ist eine knisternde Party. www.4lover.at. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI. Bildung, Freude inklusive. Auto Fehlberger in Fonsdorf präsentiert sich im neuen Outfit. Mit rund erneuerter Technik und vielen Vorteilen für die Kunden. Eine riesige Auswahl von ca. 100 Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagen steht Ihnen bei Fehlberger zur Verfügung. In der hauseigenen Spenglerei und Lackiererei setzen spezialisierte Fachkräfte sämtliche Karosserieschäden fachgerecht wieder instand. In der hauseigenen Lackierkabine werden allen Lackierarbeiten mit modernsten Geräten und Materialien unter größtmöglicher Schonung unserer Umwelt in perfekter Qualität ausgeführt. Auto Fehlberger, neueste Technik für Ihr Fahrzeug. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause. Wir pflegen mit Kompetenz, Verstand und Herz. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Wo findet man die neuesten Trends? In der City. Wo sonst? Alles, was jetzt angesagt ist, für Sie und ihn und für die Kids. Die besten Marken, die größte Auswahl. Von Mode, Schuhen über Accessoires und Beauty bis hin zu Elektronik und Spielwaren. Für jeden Geschmack, jedes Alter und für jede Geldbörse. In der City? Wo sonst? Leoben City Shopping, das größte Shoppingcenter der Obersteiermark. Direkt am Leobener Hauptplatz, in der City. Wo sonst? Sie möchten Ihr eigener Chef sein oder suchen ein lukratives Zweiteinkommen? Dann werden Sie jetzt Franchise-Nehmerin oder Franchise-Nehmer für die Antiquitäten-Gold- und Silberhandlung Jabacher in Knittelfeld. Wenn Ihnen der Verkauf von Antiquitäten, die Schätzung von Gold- und Silberschmuck Spaß macht, so bewerben Sie sich jetzt unter 0664 338 27 16. Sie bekommen eine fundierte Einschulung von der Zentrale in Leoben der Firma Jabacher. Holen auch Sie sich die Murtalkart, die kleine Karte mit den großen regionalen Vorteilen. Kaufen Sie in der Region ein und profitieren Sie. Alle Infos gibt's im Internet unter www.murtalkart.at. Mit der Unterstützung vom Land und der Europäischen Union. Bad zum Leben. Tenne.
individuelle Geschenke für jeden Anlass bei Total Verrückt in der Arena am Waldfeld. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Egal ob bedruckte T-Shirts, Kaffeetassenkrüge oder Lätzchen, hier finden Sie alles für den Geburtstag oder die Hochzeit. Und ganz neu, neben der stolzen Steirer Kollektion gibt es jetzt für Sie auch den passenden Schmuck dazu. Aber nicht nur Schmuck, sondern auch Uhren stehen für Sie bereit bei Total Verrückt, die erste Adresse für Ihre Geschenke. Machen Sie Ihr Gold und Silber zu Geld bei Iwiniak in Knittelfeld und Fohnsdorf. Iwiniak ist der Spezialist im An- und Verkauf von Gold- und Silberschmuck, Bruchgold, Zahngold und Tafelsilber. Hier bietet man Ihnen sofort Bargeld und kompetente Beratung. Iwiniak repariert in der eigenen Werkstätte in Zusammenarbeit mit Profis Ihren Schmuck und verwirklicht auch gerne neue Ideen. Gerichtlich zertifizierte Sachverständige geben den Kunden die Sicherheit, faire Preise zum aktuellen Tageskurs zu erhalten. Beratung und Bewertung ist selbstverständlich kostenlos und unverbindlich. Das Team von Gold, Silber und Kunsthandlung Iwiniak freut sich auf Ihren Besuch. Das Bad zum Leben. Tenne. Haben Sie Probleme mit gefäßlabiler Haut, also Rötungen im Gesicht und am Körper wie Besenreißer, Kuperose oder Blutschwämmchen? Haben Sie Probleme mit Pigmentflecken oder Altersflecken? Stören Sie Papillome, Dellwarzen oder Hautgris? Dann ist für Sie die Behandlung mit hochfrequenten Wellen die richtige. Ihre Hautprobleme sind in wenigen Minuten beseitigt. Endlich eine perfekte Haut. Jetzt neu bei Gucci Kosmetik in Knittelfeld. Wie genau trainiert man eigentlich mentale Stärke? Und wie setzt man diese dann am besten und gezielt für sich ein? Antworten auf diese Fragen gibt es in unserem Interview der Woche, das ich mit drei spannenden Persönlichkeiten geführt habe. Grenzenlos, auf zu Neuem. Unter diesem Motto findet am 15. November eine Veranstaltung im Zentrum in Judenburg statt. Mit drei außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die ich auch heute zu unserem Interview der Woche begrüßen darf. Die beiden Extremsportler Christoph Strasser und Christian Schiester und den erfahrenen Strategen in den Bereichen Motivation und Erfolg Dietmar Grössing. Ihr drei seid Beispiele dafür, wie es gelingen kann, seine persönlichen Grenzen zu sprengen. Und genau darüber möchten wir heute mehr erfahren. Christoph, du bist zweifacher Race Across America Sieger. Du hast vor kurzem das Race Around Ireland in Rekordzeit gewonnen und hast insgesamt in deiner Karriere mehr als 200.000 Kilometer mit dem Rad bewältigt. Klar, ohne Training und beinharte Konsequenz ist das nicht möglich. Es ist aber auch nicht möglich ohne große mentale Stärke. Wie hast du gelernt, deine Stärke anzuwenden und für dich zu nützen? Ich habe das gelernt im Mentaltraining davor, also vor den großen Rennen mache ich immer gewisse Einheiten und versuche dort einfach mein Ziel so gut es geht zu visualisieren und einfach den Moment der Zieldurchfahrt schon mal zu erleben, die ganzen positiven Emotionen, und es wird dann im Unterbewusstsein so abgespeichert, dass man das unterwegs immer wieder Antrieb gibt.
5 bis 7 Stunden Training sind keine Seltenheit an einem Tag für dich. Um dann im Wettkampf solche Strapazen auf sich zu nehmen, wie zum Beispiel nur 1,5 Stunden Schlaf, wie schafft man das? Das mit dem wenig Schlafen ist eine ganz interessante Geschichte. Also ich bin jemand, der normalerweise viel schlaft. Ich bin jetzt nicht einer, der mit ein paar Stunden pro Nacht auskommt. Aber es ist einfach so, sobald du in einem Rennen bist und sobald du extrem große Motivation hast, ein großes Ziel, werden einfach Kräfte frei, die du sonst im Alltag gar nicht zur Verfügung hast. Man sieht immer wieder Menschen, die wirklich in Extremsituationen sind, die können einfach dann tagelang durchhalten, bis sie sich quasi aus dieser Extremlage befreit haben. Und beim Race Across America ist es mehr oder weniger so eine künstlich herbeigeführte Extremsituation, die man sich selbst zuerst aussucht. Da weiß ich ja schon, was auf mich zukommt. Und dann wird halt wieder, wird quasi der Hebel umgelegt und dann ist man wirklich im Überlebenskampf und dann hat man viel mehr Energie als sonst. Okay, wie gehst du dann mit persönlichen Krisen um? Wie findest du den Weg wieder in deine Spur, wenn man das so sagen darf? Ja, die Krisen gehören dazu. Also wenn jetzt ein gröberes Problem auftaucht, habe ich jetzt gar nicht mehr so den Stress oder ich weiß einfach, das geht wieder vorbei. Ich muss einfach nur durchhalten. Ich muss geduldig sein. Ich muss Selbstvertrauen beweisen, dass ich einfach mir selber zutraue, realistischerweise das zu schaffen. Und wenn dann die Zeit passt, wird es wieder besser. Also es ist einfach immer nur eine Geduldsfrage und ich habe jetzt schon so oft erlebt, dass noch jeden tiefer hochkommt und habe einfach das Vertrauen, dass es beim nächsten Mal wieder klappt. Inwieweit werden denn die Zuseher von deinen Ausführungen am 15. November profitieren können? Ja, ich hoffe, dass ich mit meinem Vortrag einfach auch die Leute motivieren kann. Ich würde jetzt nicht nur sagen, was ich jetzt gemacht habe, sondern ich würde einfach ein Beispiel sein dafür, dass man sehr viel erreichen kann, wenn man sich gut vorbereitet, wenn man leidenschaftlich und hart trainiert. Und mein Ziel ist es für den Vortrag, dass die Leute einfach mit Schwung, Motivation und den Power haben können, sich selbst Ziele zu setzen und an sich selbst wieder was zu arbeiten. Ein Schlusswort noch, Ziele, was ist dein persönliches Ziel? Mein persönliches Ziel ist nächstes Jahr wieder das Race Across America. Ich habe jetzt lange Zeit überlegt, ob ich nochmal fahren soll oder nicht, aber ich denke, als Titelverteidiger möchte ich einfach wieder dabei sein. Und das heißt, ich habe jetzt zum Trainieren begonnen vor wenigen Tagen wieder und wir haben jetzt 8 Monate Zeit, mich wieder vorzubereiten. Christian, auch für dich sind Strapazen keine Neuigkeit. Immer wieder stellst du dich besonderen Herausforderungen. Tausende Kilometer durch die 4 Wüsten Atacama, Sahara, Outback und Gobi. Das Rennen in der Antarktis, all das hast du bereits absolviert. Wie hast du deine mentale Stärke gelernt und wie nützt du diese am besten für dich? Es ist, glaube ich, die Summe dieser ganzen Dinge, die ich gemacht habe über die Jahre, die tagtäglich entstehen, beim Training zum Beispiel. Es geht über die Ernährung, es geht über auch diese Denkweise, die sich verändert über die Jahre. Ich glaube, diese Dinge, die ich jetzt mache, die hätte ich mit 20 Jahren gar nicht machen können. Das muss reifen, das muss über Jahre, Jahrzehnte sogar entstehen. Und dann entsteht auch ein Gedankengut, das eigentlich der große Nutzen für mich ist. Und dieses Gedankengut bringt mich weiter in meinem Leben. Der Christoph hat ja im Vergleich zu dir ein Arbeitsgerät, wenn ich doch mal so ausdrücken darf. Er hat sein Fahrrad. Du hast jetzt nur deine 2 Beine, die dich tragen. Das heißt, du musst ja funktionieren. Wie gehst du denn damit um, wenn dein Körper mal streikt, wenn du zum Beispiel krank bist? Eine Krankheit kann natürlich vorkommen, das ist ja klar. Ich laufe aber trotzdem jeden Tag. Es geht aber auch nicht nur darum, viele Stunden zu laufen, sondern wenn ich mal nicht so gut drauf bin, dann gehe ich halt noch 1/4 Stunde aufs Laufband. Versuche mir dort ein bisschen Kraft zu holen, um wieder was in meinem Trainingsplan eintragen zu können. Mein Prinzip ist eben seit diesem 16. Juni 1989, wo ich das erste Mal laufen war, jeden Tag auf diesen Nagel hinzuhauen, bis er irgendwann einmal drin ist und der Tag, an dem ich einmal nicht laufe, wird der sein, an dem ich sterben werde. Für mich gehört das Laufen dazu wie Zähneputzen. Es gibt mir die Luft, die ich zum Leben brauche und das ist eben meine Strategie, mein Leben zu überstehen. Wenn ein neues Projekt jetzt ansteht, wie zum Beispiel das Black Ice Race jetzt im März 2014, wann beginnst du dich damit mental vorzubereiten und wie dürfen wir uns das dann vorstellen? Wie funktioniert das Ganze? Ich bereite mich im Grunde gar nicht mental darauf vor. Ich glaube, dass ich mit jedem Training, das ich mache und mit jedem Tag, den ich lebe, noch stärker wäre. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tag einmal nichts tun würde, was ja nicht der Fall ist, würde ich das Problem haben, dass ich mir vorstelle, ich bin schwächer geworden. Das ist auch dieser Kreis, der sich schließt bei mir, wo ich eben diese Strategie mir zurechtgelegt habe, wo ich sage, du musst dein Ding machen. Es ist egal, ob es richtig oder falsch ist. Die Hauptsache ist, du machst es, weil so kommst du drauf, was richtig und was falsch ist. Diese Strategie verfolge ich bis zu meinem letzten Atemzug und bis dorthin hoffe ich, dass es noch eine Zeit lang dauern wird. Was glaubst du, können die Zuseher von deinen Ausführungen am 15. November mit nach Hause nehmen? Ich versuche diesen Connect da herzustellen zwischen dem Sportler, zwischen dem Wahnsinnigen, zwischen dem Verrückten, zum Alltag hin vielleicht.
wo es sicherlich Leute geben wird, die sich denken, ja, was will man der da draußen erzählen, der kann nur übers Laufen was sagen. Ich glaube, dass sehr viel Lebensschule dabei sein kann, indem ich diese Verbindung eben herstelle zwischen dem normalen Leben und diesem Leben eines Extremsportlers, der für viele wahrscheinlich ein Wahnsinniger sein wird, aber ich stehe mit beiden Beinen im Leben, mir geht es ganz gut dabei, ich habe meine Ziele, ich tue keiner anderen Person im Grunde weh dabei und das Um und Auf ist, sein Ding zu machen und das versuche ich den Leuten mitzugeben. Ist bei dir ein persönliches Ziel? Es gibt viele Ziele. Im Endeffekt geht es darum, immer ein Ziel zu haben, etwas zu definieren, auf was hinzuarbeiten, nicht ruhig sitzen zu bleiben und zu warten, was passiert und das Schicksal anderen Leuten in die Hände zu geben, sondern jeden Tag an sich zu arbeiten und zu versuchen, stärker zu werden, bis dorthin, wo es dann endlich einmal aus sein wird. Dietmar, wie würdest du das, was du machst, mit einem Schlagwort bezeichnen und wie bist du dazu eigentlich gekommen? Spannende Frage, ja. Also irgendwann einmal habe ich gedacht, ich bin Autor, so habe ich mich eine Zeit lang definiert, weil ich Bücher schreibe. Und mittlerweile sehe ich das nicht mehr so, weil es entwickelt sich in so mannigfaltige Richtungen, das, was ich tue. Wir sind jetzt gerade an einem Filmprojekt dran, wo auch Christian Schister mitwirkt. Und also ich denke, ich bin einfach ein Inspirator und das ist einfach irgendwann einmal aus meinem Herzen, so wie bei diesen beiden Jungs entstanden. Und das Besondere dabei war im Grunde das, dass ich von meinen schulischen Leistungen her, auch gerade was meine Deutschkenntnisse anbelangt hat, nie imstande gewesen wäre, Bücher zu schreiben. Und das ist auch meine Kernbotschaft, die sich daraus entwickelt hat, einfach den Menschen zu sagen, es gibt in uns allen so viel mehr Potenzial als das, was wir glauben, was wir in uns tragen. Und manchmal muss man sich halt einfach selber ein bisschen herausfordern. Und das habe ich erkannt durch ein Ziel, durch einen Traum, den ich hatte vor ewigen Jahren jetzt schon mittlerweile, vor 18 Jahren konkret. Und da habe ich diese Idee definiert und auf dieser Idee aufbauend habe ich begonnen, mein Ding zu machen. Und ja, das leitet mich jetzt seit langer, langer Zeit und inspiriert mich auch. Wie hast du gelernt, deine mentale Stärke für dich zu nutzen? Ich denke, dass viele Menschen das ja versuchen, über Bücher und über Seminare zu schaffen. Und das ist manchmal sehr schwierig, weil vielen fehlt einfach so eine Art übergelagerte Klammer über diesen ganzen Thema. Wenn ich halt ein Buch liest, wo drinnen steht, man muss ausdauernd sein, wenn man ein Buch liest, wo drinnen steht, ich muss mein Charisma entwickeln oder meine Persönlichkeit, dann ist das eine Sache. Wenn dahinter aber etwas fehlt, ein wirklich persönliches Warum, ein persönliches Ziel, dann wird meistens nichts draus. Also was ich jedem nur raten kann und das, was ich auch für mich getan habe, ist, man braucht einfach etwas, was einen ganz persönlich inspiriert, was einen persönlich antreibt. Und das haben die zwei Burschen in ihrem Wesen, in ihrer Sache gefunden. Und für mich ist es halt einfach das Tun, wozu ich mich immer wieder erneut aufgerufen fühle. Das ist aktuell, jetzt Bücher zu schreiben, das ist aktuell, an einem Filmprojekt zu arbeiten. Und das Spannende dabei ist, was das aktuell in einem Jahr sein wird, weiß ich nicht, weil die Botschaften kommen da raus und ich bin einfach so frei und greife die auf und gehe dann einfach nach. Du selbst bist ja der Meinung, der Erfolg schlummert in jedem von uns. Wir brauchen nur das richtige Werkzeug, um damit umzugehen. Welche Werkzeuge wirst du jetzt am 15. November präsentieren? Also ich würde sehr gerne aufgreifen, was die zwei Burschen sagen, weil die sind für mich ein tolles Beispiel dafür, dass man seinen Traum leben kann, seiner Bestimmung nachgehen kann. Und für mich ist die wichtigste Botschaft an jeden, der da kommt am 15., einfach ihnen klarzumachen, dass in jedem von uns wesentlich mehr steckt, als wir heute leben. Und die meisten haben halt irgendwann einmal im Trott des Alltags einfach drauf vergessen. Dann gibt es diese negativen Beeinflussungen, da gibt es den Alltag, der uns Kraft und Energie raubt und uns in dieser Tretmühle gefangen hält. Und manchmal braucht es nicht mehr als jemanden, der dir sagt, hey, es geht. Und wie ein Coach, der in einer Pause, wo die Fußballmannschaft 3-0 hinten ist, reingeht und denen sagt, jepa, gebt euer Bestes und dann gehen die raus und spielen das Spiel ihres Lebens. Und wenn man das bei einem großen Anteil der Leute, die dorthin kommen, erreicht, dass die danach dann inspiriert und gepusht sind und 1, 2, 3 Entscheidungen treffen, abseits ihres gewohnten Alltages, dann ist sehr viel gewonnen dabei. Gibt es bei dir noch ein persönliches Ziel? Viele. Und es reift gerade wieder Neues heran. Und ich habe gelernt, über das zu sprechen, wenn es wirklich auf der Spur ist und nicht im Vorfeld große Geschichten daraus zu machen. Lassen wir uns überraschen. Ich sage herzlichen Dank und wir freuen uns auf den 15. November. Gesunde Ernährung, ausreichend Wasser und auch wichtig die Bewegung. All das ermöglicht uns einen aktiven Lebenswandel und unser Körper dankt uns auch dafür. Eine Möglichkeit hier, die Bewegung auch mit dem Ausgleich und der Entspannung in Verbindung zu bringen, möchten wir Ihnen jetzt vorstellen und es funktioniert tatsächlich.
die Figur erfolgreich formen und dabei noch entspannen und die Seele baumeln lassen. Das können Sie bei Helga Janach und ihrem engagierten Team des Body & Soul Studio in Judenburg. Und wer mir das jetzt nicht ganz glauben kann, ist sehr herzlich zu einem Probetraining eingeladen. Dieses liegt vor allem den Damen vom Body & Soul Studio sehr am Herzen. Das Probetraining, das ist einfach ein Muss, damit man spürt, wie angenehm und wie wohltuend so ein Training einfach ist. Weil wenn man einfach hinschaut und die Damen trainieren sieht, das sagt einem nichts. Man muss das einfach wirklich erleben und man spürt dann auch, welche Muskelpartien werden wie beansprucht, wie stark beansprucht. Weil je nach Muskelanspannung kann ich 250 bis 500 Kalorien runtertrainieren. Und wer nun glaubt, dass dieses Training nur für stärkere Damen geeignet ist, der irrt sich. Es kommen sowohl stärkere Damen als auch schlanke, sehr schlanke Damen auch, denn jede Dame findet etwas an sich, wo sie nicht hundertprozentig damit zufrieden ist und wir finden wirklich für jedes Problem unter Anführungszeichen eine Lösung. Ein Vorteil vom Body & Soul Training ist, dass man eben auf den Tischen liegt, somit das Körpergewicht getragen wird und dass das sehr gelenkschonend ist. Eine junge Dame, die sich schon seit einigen Jahren vom Angebot verwöhnen und dabei die Pfunde nur so purzeln lässt, ist Sabine Marak. Ich habe 2009 mit dem Training begonnen und ich glaube, da war es gerade ein Jahr offen und da waren wir in Inseraten der Zeitung drin, da habe ich mir gedacht, das probiere ich mal aus und meine Mama ist schon zuvor gegangen und der hat es auch sehr gut gefallen und deshalb bin ich dann hierher gekommen. Also ich habe einen sehr anstrengenden Beruf, wo ich sehr viel Lärm ausgesetzt bin. Und von dem her, es ist jetzt kein kräfteraubendes, sehr lautes Training wie in einem Fitnesscenter, sondern es ist einfach eine Erholung mit, verbunden mit Training. Und der zweite Punkt ist einfach, dass die drei Damen einfach extremst nett sind. Wir sind irgendwie schon zusammengewachsen, wie eine kleine Familie, kommt mir vor. Und liebe Herren, aber auch Damen, wer noch das passende Weihnachtsgeschenk für seine Lieben sucht, vielleicht ist gerade ein Gutschein von Body & Soul das Richtige. Angefangen von 10 bis 100 Euro finden Sie hier ein schönes Geschenk. Wer nun Lust bekommen hat, dieses Training selbst auszuprobieren, ist herzlich willkommen im Body & Soul Studio in Judenburg. Eine gescheite Weißwurst, ein süßer Senf und eine Laugenbreze. All das wartete vor kurzem beim Oktoberfest auf die Gäste der Therme Aqualux. Dazu passend wurde dieses kulinarische Menü in trachtiger Lederhose vom Geschäftsführer höchstpersönlich serviert. Eintauchen in das wohltemperierte Thermalwasser und einfach den Alltag loslassen und ausruhen. Ab und an in die Saunalandschaft gehen und dort die verschiedensten Aufgüsse genießen. Abgerundet wird ein solcher Ausflug mit einer kulinarischen Reise in die regionalen Schmankerl. Doch am 25. Oktober hat es ein besonderes Angebot für alle Gäste in der Therme Aqualux gegeben. Ja, das ist ein kleines Dankeschön an unsere Stammgäste, wie jedes Jahr. Die Weißwurstparty ist schon traditionell, findet schon zum fünften Mal statt und ist der Herbstanfang in unserer Therme. Ja, es ist ein super Eintritt um 10 Euro im Wiener Dom. Dann gibt es eine Weißwurst, eine Brezel von uns und viel Stimmung und viel Vergnügen. Diese Überraschung der Weißwurstparty mit einer leckeren Laugenbrezel wurde mit großem Erstaunen von den Gästen aufgenommen. Einmal für Sie auch eine Weißwurst mit Breze. Wie finden Sie das? Das ist angenehm, dass man da etwas überrascht vom Herrn Direktor, nicht, dass man sowas bekommt überhaupt. Ich muss dafür was dazu sagen über die Therme ganz kurz. Sagen schon oben, wenn man um einen Kunden Herrn Direktor sieht, dann an der Kasse das Personal. Das wäre ein Traum schon. So freundlich, dann kommt man weiter oben im Keller zum Bodemeister, sehr freundlich. Und da ist das ganze Personal, was das und die Küche, das ganze Ambiente in der Therme stimmt und es passt sehr gut. Wunderbar. Sind Sie öfter in der Therme und wenn ja, warum? Ja, in der Sauna bin ich gern und alles Mögliche. Im Schwimmen tue ich auch gern, ja. Sagen wir Postmahlzeit. Die Therme Aqualux bietet mit ihrem vielfältigen Programm so einiges für die Kinder und auch Erwachsenen an. Besonders jetzt, in der kühlen Jahreszeit, wartet noch so einiges auf die Gäste. Ja, jetzt noch im Herbst ist bei uns die Freitagabendaktion. Da gibt es den Abendeintritt in den Vita Dom um 10 Euro. Und am 15. November gibt es ganz was Spezielles. Da haben wir unser Lichter-Piano-Abend. Das wird ganz was Romantisches.
Weitere Informationen zur Therme des Lichts in Fonsdorf, wie Öffnungszeiten und besondere Angebote, finden Sie auf der Homepage www.therme-aqualux.at. Seit mehr als 30 Jahren steht er auf der Bühne und begeistert immer noch mit zeitkritischen Texten das Publikum. Seine Texte sind heute aktueller denn je. Die Rede ist von Hans Söllner. Vor kurzem gastierte er solo in Spielberg. Sein markantes Erkennungszeichen, die Dreads, sind ab. Aber trotzdem ist Hans Söllner der Alte geblieben. Mit kritischen Texten, die auf der einen Seite zum Lachen bringen, aber vor allem zum Nachdenken anregen, bescherte er am vergangenen Mittwoch einem ausverkauften Roten Saal in Spielberg einen ganz besonderen Abend. Weihnachten steht vor der Tür und ich frage ein Kind, sag einmal, was wünschst denn du dieses Jahr? Und ich sag mal geschwind. Ich wünsch mir einen Panzer, der wie eine Fahrt gescheit schießt. Ein Flugzeug, das voll Bomben ist, das auch wie schmeißt im Krieg. Ich wünsch mir ein U-Boot, das voll Torpedos ist. Und eine echte Geißel, der hineinschlagen kann ins Gefries. Na, ich denke, er sagt's, wie's ist, was ja viele Leute in unserer Gesellschaft nicht mehr sagen oder sagen dürfen. Ich denke, dass seine Botschaft, das, was er ausbringt, was immer heißt, er macht gegen das System und politisch und so weiter. Aber ich denke, er macht es richtig und deswegen hat er auch viele Leute. Was motiviert einen Künstler wie ihn eigentlich, nach so vielen Jahren noch immer auf der Bühne zu stehen? Ja, Weihnachten steht vor der Tür und mich fragt meine Frau, sag einmal, was magst denn du dieses Jahr? Und ich weiß ganz genau. Ich wünsch mir ein Land, in dem keine Kinder sind. Und wenn, dann sollen sie wie Kinder spielen, mit Legos und mit dem Kran. Wo einer nur den anderen mag und nicht bloß schaut aufs Geld, da sagst du, dieses Jahr kriegst du nichts von mir. Das gibt's nicht auf der ganzen Welt. Ich glaube, dass mich das einfach motiviert, dass ich frei bin und dass ich machen kann, was ich mag, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin 58 und ich müsste als Mechaniker irgendwo in der Werkstatt jetzt ein Getriebe reinheben, dann ist das nicht wirklich motivierend und ich darf mich wahrscheinlich irgendwann auf meine Renten freuen, die irgendwann kommen müsste, aber sie kommt nicht daher, weil sie kein Geld haben und ich muss immer länger arbeiten oder so. Aber irgendwie habe ich keine Ambitionen, irgendwie darüber nachzudenken, dass ich irgendwann einmal, was motiviert mich, ich schreibe Texte, ich bin ziemlich kreativ, ich bin gern unterwegs, ich bin gern unter Leute, ich bin gern unter junge Leute, weil das jung halt und das ist das, was mich motiviert. Aber jetzt stell dir mal das vor, 38 Kilometer, 8 und 10 Millionen und dann hat er selber auch noch 6 Millionen gekriegt. Wahnsinn, habe ich gesagt. Unglaublich. Weißt du, was ich da dazu sagen kann? Da kaufe ich mir um 13 Euro ein gutes Gras, dann fliege ich an Felix Baumgartner voraus. Und wisst ihr, was ich euch gesagt? Der Felix Baumgartner, der braucht 2 Minuten und 40 Sekunden, bis er wieder herum ist. Da fliege ich ein paar Tage rum da drum. Dann schaue ich nur am Mars vorbei. Da triff ich mich dann einmal mit meinen Leuten. Gibt es noch ein persönliches Ziel? Ja, die Legalisierung von Marihuana in Deutschland, auf der ganzen Welt, das war schon ein Ziel. Ans Aufhören denkt Hans Söllner noch lange nicht. Und so können wir uns mit Sicherheit auf viele tolle Texte des sympathischen Bayern freuen. Und ich weiß nicht, ob ich was spüre, wenn ich nicht hingelang zu dir. Ich glaub bloß, dass es keine Tränen für mich gibt. Ich glaub, dass sie froh sind, wenn ich weg bin und dass keiner recht lang an mich denkt. Ich glaub, dass sie froh sind, wenn ich weg bin und dass keiner recht lang an mich denkt. Ich glaub, dass sie froh sind, wenn ich weg bin und dass keiner recht lang an mich denkt.
Wie immer werfen wir zu Beginn eines neuen Monats auch einen Blick in die Sterne mit unserer Expertin Karin Maria Brunner. Ein herzliches Willkommen bei Kanal 3 Lebensfragen und Astro-Coaching. Ich bedanke mich für die Anfragen und beginne mit Frau Gertrude aus Jungburg. Frau Gertrude hat mir geschrieben, mein Sohn ist gerade 14 Jahre und lebt seine Pubertät sehr aus. Bedenklich macht mich aber sein lautstarker Umgang mit seinem Umfeld. Machen wir als Eltern etwas falsch? Haben Sie vielleicht einen Tipp für mich? Liebe Gertrude, Ihr Sohn hat seine Sonne in 4, einen Aszendenten in Krebs und einen stark gestellten Mars im ersten Haus. Männer mit dieser Krebsprägung wollen sich gerne als Mann behaupten, da diese Konstellation sehr feminin ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel mit Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger ist eine Löwensonne und hat einen Krebs-Aszendent. Er will sich besonders mit seinen Rollen als Actionheld oder Bodybuilding seinen Mann stellen. Und Ihr Sohn, liebe Frau Gertrude, will sich und der Außenwelt mit der jetzigen Phase einfach zeigen und beweisen, dass auch er ein Mann sein kann. Hinzukommend steht der energiegeladene Mars im ersten Haus, der ihm motiviert und Temperament verleiht. Dazu hat er auch noch seinen Mond in Schütze, wo der Gerechtigkeitssinn bei Ihrem Sohn sehr ausgeprägt ist. Liebe Frau Gertrude, besonders Sie als Mutter werden jetzt gefragt, gute Gespräche mit Ihrem Sohn zu führen. Denn in der psychologischen Astrologie verkörpert Mond die Mutter. Es kann auch sein, dass Ihr Sohn sich zurzeit nicht verstanden fühlt. Daher wäre ein gemeinsames Gespräch ein guter Weg für die Zukunft. Und somit wünsche ich Ihnen alles Liebe und Gute. Die nächste Anfrage kommt von Frau Birgit aus Raumknittelfeld. Frau Birgit wollte in der Vorweihnachtszeit wissen, ob man nach dem jeweiligen Sternzeichentyp auch Geschenke auswählen kann. Liebe Frau Birgit, diese Idee finde ich als etwas ganz Besonderes. Natürlich hat jedes Sternzeichen so seine Vorlieben auf Materielles. Doch denken Sie bitte daran, dass wir auch noch weitere Konstellationen des jeweiligen Horoskopes mit einbeziehen sollten. Ein Beispiel: Sie sind eine Zwillingegeborene und Ihre Sonne steht im 11. Haus. Sie würden sich als Zwillingsgeborene über ein Buch besonders freuen. Doch vom Vorteil wäre durch das 11. Haus ein Buch über Technik, Freizeitgestaltung oder Hobbys. Gerne gebe ich Ihnen Geschenketipps über die jeweiligen Sternzeichen, die allgemein dazu passen würde. Der Wittergeborene Mensch würde sich über ein Geschenk aus dem Bereich Sport besonders freuen oder wo er seinen Pioniergeist und seine Energie ausleben kann. Als Stiergeborener könnte ein Geschenk zum Thema Antiquitäten vom Vorteil sein, ein Gutschein über gemeinsames Essen oder alles rund um den Garten und die Natur. Der zwillingsgeborene Mensch würde sich über Bücher verschiedener Arten freuen oder auch eine Einladung ins Museum. Krebsgeborene Menschen lieben Geschenke für ihr Zuhause oder was ihnen Geborgenheit verleiht. Im Sternzeichen Löwe geborene Menschen mögen Theater, Kinos oder gemeinsame Casinobesuche. Die im Sternzeichen Jungfrau geborene Menschen interessieren sich besonders für die Ernährung, alles rund um die Gesundheit und Tiere. Über Kleider- und Kosmetikgutscheine würde sich ein waagegeborener Mensch besonders freuen. Skorpiongeborene Menschen mögen Geschenke mit Tiefgründigkeit. Daher lautet hier die Devise, weniger ist oft mehr. Doch wichtig ist, dass Sie sich über diese Person Gedanken machen. Das Sternzeichen Schütze liebt die fremden Kulturen, Weltoffenheit und eventuell auch Pferde. Ein Gutschein vom Reisebüro oder alles rund ums Pferd wäre hier vom Vorteil. Im Sternzeichen Steinbock geborene Menschen lieben die Gesellschaft und die Ordnung. Ein Weihnachtsgeschenk über die Archäologie oder ein Besuch ins Kunsthistorische Museum würde ihn besonders erfreuen.
Wassermann geborene Menschen lieben die Freiheiten, Familie und Feste. Laden Sie ihn doch zu einem gemeinsamen Weihnachtsfest mit Freunden als Überraschung ein. Und Fische geborene Menschen würden sich sehr freuen über einen Rückzug in die Therme oder über Geschenke aus dem esoterischen Bereich. Ich hoffe, es war etwas für Sie dabei, liebe Frau Birgit, und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Schenken. Liebe Zuseher, das war auch schon wieder unser Kanal 3 Panorama für diese Woche. Alle Informationen zu unserem Sender finden Sie wie gewohnt im Internet unter www.kanal3.tv. Außerdem sind wir auf Facebook und YouTube vertreten. Das aktuelle Programm finden Sie in den neuen Ausgaben der Murtaler Zeitung und den Obersteirischen Nachrichten. Im Namen des gesamten Teams sage ich Danke fürs Mitdabeisein. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche und freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen.